Na, deshalb. Jetzt beruhige dich doch! Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Und der hängt immer noch am Fahnenmast. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Das denkst du jetzt. Gehister geht es. Wenn ich draufgehe, wird es dir leid tun. Weil du dann schuld bist. Wenn ich nicht draufgehe, so schön wird es dir leid tun. Nein! Weil du dann schuld bist. Wahrscheinlich habe ich sie im Inventar. Ja. Was? Wo? Ich? Rufus! Du verdammter... Ach nee, da war ja was. War die falsche, oder? Spitzen unter... Kann er behalten. Nein. Das Gepäck von dem Kerl. Ich natürlich nicht. Nein. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Ach so, der hat den... Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Das ist so genial. Da sagt Kann man ich die jetzt irgendwie holen? Wahrheit. Kriege ich das jetzt? Oder muss ich da runter? Ach, das muss ich erst besorgen. Mal schauen, wo das ist. Das muss schneller gehen. Ich brauche diese Codes. Ja, Herr Amtmann, Sie wissen doch, was auf dem Spiel steht. Wenn es nach Ulysses ginge, würden wir hier alle auf Deponia verenden. Ja, Herr Amtmann. Gibt es Probleme, Argus? Nein, Herr Oberkontrollrat. Nur ein durchgeschmortes Relais. Das ist jetzt unwichtig. Ich möchte ein paar Worte an die Mannschaft richten, bevor wir nach Portafisco aufbrechen. Sofort! Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Ihr habt den Mann gehört. Auf, auf! Na, mein Gott, ist das praktisch, dass die auf einmal abhauen. Das ist meine Chance. Aus den Schatten herauskommt Rufus und schnappt sich die Datasette und weg. Schnell! Bevor die auf die Idee kommen, mir nachzulaufen. Hallo! Das ist blöd. Na, überrascht? Du dachtest wohl schon, du hättest es geschafft. Das Glück ist mit den Gerechten und so. Tja. Falsch gedacht, mein Freund. Es ist fast schon tragisch. Einmal im Leben entscheidest du dich, das Richtige zu tun, und schon kostet es dich alles. Deinen großen Traum, die Liebe deines Lebens, deinen Heimatplaneten. Tja, ich würde dich ja jetzt gerne bedauern, aber das Hochboot ist in Betrieb. Die Aufstiegscodes sind eingegeben. Ich will Elysium einfach nicht länger warten lassen. Immerhin erwarten die einen Bericht von mir. Ich hätte auch bereits aufbrechen können. Aber was soll ich sagen? Mein schlimmer Rücken. Ich will einfach nicht alleine rudern. Also, gib mir die Backup-Datasette. Goals Erinnerungen an euren Fehlstart dürften noch im Kurzzeitspeicher liegen. Die sind schnell gelöscht. Gib sie mir. Das kannst du doch nicht zurücklassen. Gib ihm die Datasette. Was ist hier los? Der Organon. Immer pünktlich, immer zuverlässig. Ich glaube, hier ist eine kleine Entschuldigung fällig. Sieht so aus, als ob die Ratte ihren Käse nicht geschluckt hätte, Amtmann. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Rufus die Backup-Datasette aushändigt, werde ich unseren Plan wie besprochen durchführen. Jetzt mehr denn je. Du hast den Mann gehört, Rufus. Gib ihm die Datasette. Ich werde ohnehin nach Elysium gehen. Du kannst daran nichts mehr ändern. Wenn du mir die Daten jetzt gibst, kannst du wenigstens noch Goal retten. Also, haben wir eine Abmachung?
Also, niemals. Wir können doch über alles reden. Du hast gewonnen. Wir können doch über alles reden. Und warum sollte ich dir zuhören? Ich will nur die Datasette. Weiter nichts. Niemals. Niemals. Tja, dann muss ich wohl selbst rudern. Schade, schade, schade. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, dass dir dein Stolz wichtiger ist als Golds Leben. Ich wette, du hast schon eine tolle Lügengeschichte parat, wenn sie aufwacht. Und merkt, dass du ja ein Erste-Reihe-Ticket für den Weltuntergang besorgt hast. Warte noch! Verschwende nicht meine Zeit. Gib mir die Datasette oder lass es bleiben. Na gut. Du hast gewonnen. Hier ist die Datasette. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Und ich wette, Goal wäre dir auch sehr dankbar. Leider wird sie nie erfahren, dass du überhaupt existiert hast. Ha? Deponia wird so ein schönes Feuerwerk für unsere Hochzeit abgeben. Ja. Gute Lache. Ich hasse diesen Typ. Cletus? Was ist passiert? Eine Menge. Kannst du dich etwa nicht mehr erinnern? Natürlich kann ich mich erinnern. Ich war mit dir auf einem Organon-Kreuzer. Wir wollten Deponia inspizieren, richtig? Wir sind auf Deponia, aber unsere Mission ist beendet. Habe ich geschlafen? Es gab einen Unfall. Du bist vom Kreuzer gefallen. Darum kannst du dich auch an nichts erinnern. Aber schau dich um. Deponia ist verlassen. Sieht so aus. Auf den ersten Blick. Unfassbar. Nichts als Schrott. Ja, nichts. Nun komm, lass uns zurück nach Elysium. Wir müssen unsere Hochzeit vorbereiten. Ja, lass uns gehen. Und da gehen sie. Und die Frau muss rudern. Tja. Das war's dann wohl. Ich geh dann auch mal. Der Weg nach Kuwak ist weit und ich muss mich noch auf die Apokalypse vorbereiten. Nicht so schnell, Freundchen. Du dachtest doch nicht wirklich, dass wir dich laufen lassen. Du weißt zu viel. Eigentlich schon. Außerdem glaube ich, dass du noch etwas hast, das uns gehört. Ach ja, die Datasette. Was ist? Worauf wartest du? Gib sie mir. Hoppla! Nein! Macht's gut, ihr Trottel! Idioten! Oh, nö. Na toll! Schnapp diesen Verräter! Erschießt ihn! Na, mein Freund, hast du was verloren? Die Datasette! Bravo, Herr Oberkontrollrat! Toll gemacht, Herr Oberkontrollrat. So, Argus. Es reicht. Hoch die Fäuste. Au, nicht Au. Ganz so hoch. So, es reicht. Hoch die Fäuste. Au, nicht der knallt mich schon wieder. Der Fahrstuhl. Oh je, da stehen sie auch. Au. Hoch die Fäuste. Ja klar, die knallen mich einfach so ab. Ist okay. Hey, Freundchen. Verdammt, der ist zu weit weg. Gib auf, kleiner da Mann. Hilft wohl nichts. Es ist aus. Niemand widersetzt sich dem Organon. Ah, Griff. Ich muss weg. Halt! Stopp! Juhuhu. Was tust du? Lass uns eine Runde fliegen, Ulysses. Die Augen. Hier war eine Spitze. Und er landete weich auf Schrott. Au, im Nadelhaufen. Na, so schnell wieder zurück? Das war ein beeindruckender Sprung. Und mitten in den Nadelhaufen. Habe ich so noch nicht gesehen. Respekt. Alles klar, Kleiner? Du klingst ein wenig ausgepowert. Hmm.
Alles klar. Bin voller Nadeln, aber egal. Hussa und so. So, der Kurs ist gesetzt. Unsere nächste Station ist der schwimmende Schwarzmarkt. Gut, gut. Hast rein. Alles klar bei dir, Rufus? Du hast noch gar nicht zu Ende erzählt, was auf dem Turm vorgefallen ist. Ich will ja nicht zu neugierig erscheinen, aber ist Deponia jetzt gerettet? Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht resettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an die er gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, abzuwaschen, zu saugen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das. Hussa und so, der Kurs, volle Fahrt. Und der Chor ist am Start. Das Ende. Punkt. Fragezeichen? Nein, es ist kein Ende. So, und das war Deponia. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, denn es gibt, Deponia ist ein Dreiteiler. Der nächste Teil ist Chaos auf Deponia. Und der dritte Teil ist, Abschied von Deponia. Oder Wieders in Deponia, oder irgend sowas in der Art. Der kommt aber erst raus. Also, auf jeden Fall, das Spiel selbst ist Hammer. Also, die Geschichte ist toll, der Humor ist spitze. Und ich liebe diese diese Rätselspiele. Diese Point-and-Click-Adventure sind einfach spitze. Auch wenn ich ab und zu mal ein bisschen einen Hänger habe und vielleicht auch einmal im Internet nachschauen muss. Ich glaube, ich habe nur einmal wirklich nachschauen müssen, weil ich einfach komplett überfordert war, jetzt gerade mit dem Fisch. Aber ansonsten, das Spiel ist toll. Die Musik ist auch super im Hintergrund und einfach mit Liebe gezeichnet immer. Dafür verehre ich diesen Jan Müller-Michaelis, den Poki. Den muss man einfach Ehre wem Ehre gebührt lassen. Dann zu den nächsten Spielen. Es kommt Chaos auf Deponia. Er kommt auf jeden Fall. Das habe ich schon gekauft. Das kommt dann auch bald. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch nach dem Spiel ein anderes Spiel dranhängen. Weil so als kleinen Unterschied, damit nicht immer das gleiche kommt. Irgendein Indie-Spiel auf jeden Fall, aber was das sein wird, das werde ich erst noch herausfinden. Aber ja, ich wusste gar nicht, dass das so viele Leute sind. Früher war das noch so ein kleines Team bei Edna Brithaus. So, hat eigentlich der Poki Edna Brithaus fast alleine gemacht. Und hier ist schon so ein ganzes Team. Sieht man ganzen Stimmen noch. Hier hat man auch wieder die Musik, die ist einfach spitze. Kann man nicht sagen. Ich freue mich jetzt schon wirklich auf den Chaos auf Deponia Teil. Weil vor allem den kenne ich überhaupt noch nicht. Das heißt, der wird dann richtig blind. Nicht so wie der so halb blind war. Das heißt, da kann ich mal wieder richtig die Sau rauslassen, sage ich jetzt mal. Und selbst rätseln. Und da will ich dann wirklich komplett ohne irgendwelche Internethilfe oder sowas will ich das schaffen. Ich habe jetzt den Teil auch hauptsächlich gespielt, weil ich mir gedacht habe, bevor ich jetzt den zweiten Teil anfange, will ich, dass ihr, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, den ersten Teil auch seht. Und seht, wie blöd ich mich anstelle beim ersten Teil. Also wir sind schon bei Special Thanks übrigens, so nebenbei erwähnt. Ja, und ich freue mich jetzt wirklich schon auf den nächsten Teil. Und bin jetzt echt froh, dass er mal wieder... Was der Typ am Nachtschalter vom Pokistankstelle. Die Baufrauen und der kleine Löwemann. Trottelbecher. Ach ja, und genau, das gibt's ja hier auch. Aber das will ich jetzt nur kurz schauen. Wenn ich jetzt Neustart klicke. Nur mal kurz schauen. Hm?
Nein, das war's nicht. Egal. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann bei einem anderen Projekt wieder. Bis dann, Leute. Ciao.